Ja, eine kleine Ungleichung brauchen wir noch. Und keine Angst, also ich werde nachher, bevor wir das alles dann benutzen und die Existenz und Eindeutigkeit zeigen, werde ich jetzt alles nochmal zusammenstellen. Dann werden Sie sehen, das ist alles am Ende dann sehr übersichtlich. Okay, und das ist die sogenannte Poincaré-Ungleichung und die wollen wir mal wieder beweisen. Und ja, wir haben am Anfang mal, oder in der letzten Vorlesung haben wir das x immer definiert als die Menge aller C1-Funktionen mit v von a, also C1-Funktionen v mit v von a gleich 0. Und jetzt wollen wir dasselbe natürlich für die Sobolev-Räume machen, also für die schwach differenzierbaren Funktionen. Das heißt, es ist jetzt immer naheliegend zu definieren, dass x als die Menge aller h1-Funktionen mit der Eigenschaft, dass v von a gleich 0 ist. Und da, ja, genau. An dieser Stelle sind Sie vielleicht ein bisschen vorsichtig. Sagen, Moment mal, das sind alles L2-Funktionen und wenn Sie in Analysis 3 gehört haben, da gab es sowas, L2-Funktionen kann man eigentlich nicht an einer Stelle auswerten. Aber wir haben jetzt gezeigt, alle H1-Funktionen sind tatsächlich stetige Funktionen. Stetige Funktionen kann man natürlich auswerten. Das heißt, diese Aussage V von A gleich 0, die macht absolut Sinn. Okay, ich behaupte, es gibt ein C größer 0 mit der Eigenschaft, dass die Norm von V, die 2-Norm von V zum Quadrat kleiner gleich einer Konstante mal die L2-Norm der Ableitung zum Quadrat ist. Für uns war natürlich für alle V aus x. Warum ist das möglicherweise ein überraschender Satz? Na, der sagt uns im Grunde, naja, die Funktion ist in irgendeiner Norm kleiner als ihre Ableitung bis auf eine Konstante. Das kann eigentlich irgendwie nicht sein. Ja? Und zwar deshalb, das typische Gegenbeispiel wäre sofort, ich setze v konstant gleich 1. Dann ist die rechte Seite 0, denn die Ableitung ist 0. Und die linke Seite ist offensichtlich nicht 0. Also kann es keine solche Konstante geben. Der Trick ist, dass wir diese konstante Funktion 1, die haben wir gerade ausgeschlossen. Ja, da v von a gleich 0 ist, an einer Stelle muss diese Funktion 0 sein. Und das heißt, wenn die Ableitung verschwindet, dann muss die gesamte Funktion schon direkt 0 sein. Okay, gut. Das heißt also, theoretisch könnte das zumindest mal richtig sein. Ja, das offensichtliche Gegenbeispiel, das einem einfällt, das funktioniert nicht. Also macht es vielleicht Sinn zu versuchen, das zu beweisen. Und naja, versuchen wir zunächst mal in diesem Integral auf der linken Seite, da taucht so ein v von t zum Quadrat auf. Das ist das Integral über v von t zum Quadrat und versuchen wir mal das abzuschätzen. Na, das v von t zum Quadrat, das können wir schreiben als das Integral von a bis t, v' von s ds, das Ganze zum Quadrat. Erstmal, warum können wir das machen? Naja, das ist nichts anderes, die rechte Seite hier vorne in der Klammer, das ist nichts anderes als v von t minus v von a. V von a war 0, das heißt, an dieser Stelle geht unsere Voraussetzung ein. Und ich schreibe da auch noch ein 1 mal v' von sds hin. Das ist immer so ein Trick, den haben wir vorhin schon mal angewendet. Wenn wir es in der Form schreiben, dann sieht man sofort, na, das ist Cauchy-Schwarz. Ja? Das ist ein Integral über das Produkt von zwei Funktionen. Und wir können sagen, das ist kleiner gleich der Norm der 1, das heißt also Integral a bis t über 1 zum Quadrat ds mal Integral a bis t über v' von s zum Quadrat ds. Okay, die linke Seite können wir ausrechnen, das ist nichts anderes als t minus a. Und die rechte Seite, also jetzt das rechte Produkt, das ist auf jeden Fall mal kleiner gleich dem Integral von a bis b über v' von s zum Quadrat ds. Und das ist nichts anderes als die L2-Norm zum Quadrat von v'. Okay, jetzt schauen wir uns mal die komplette linke Seite da oben an. Das heißt, die Norm von v, L2-Norm von v zum Quadrat, das ist nichts anderes als das Integral a bis b, v von t
zum Quadrat dt. Naja, das v von t zum Quadrat, das haben wir gerade ausgerechnet, das ist nichts anderes, es ist kleiner gleich dem Integral von a bis b t minus a mal die Norm von v', L2-Norm zum Quadrat dt. Ja, und ja, das ist die Norm von v' davon, die hängt von t überhaupt nicht ab, die kann ich rausziehen. Und das Integral a bis b t minus a, das ist t minus, die Stammfunktion ist t minus a Quadrat halbe, also ist das hier kleiner gleich b minus a Quadrat halbe mal die L2-Norm von v' zum Quadrat. Und ja, tatsächlich, die Norm von v lässt sich abschätzen durch eine Konstante mal die L2-Norm der Ableitung. Okay, jetzt haben wir alles zusammen, was wir brauchen für unseren Existenz- und Eindeutigkeitssatz, und den wollen wir im nächsten Schritt beweisen. Und dafür werde ich jetzt erstmal nochmal alles, was wir gerade bewiesen haben, zusammenstellen.